Der folgende Kampf geht über zwei Runden, a 2 Minuten nach K1-Regeln bis 85 Kilogramm. Und in der roten Ecke begrüßen wir einen jungen Mann aus Tokio. Er startet für den Kohi Ruhimaki Gym in Tokio. Er ist 1,73 groß, 74 Kilo schwer, bestritt 5 Kämpfe, 4 gewann er, einen verlor er. Alle 4 Siege waren K.O.-Siege. Trainiert und betreut wird er von Takayuki Koshi. In der roten Ecke Minova Koske. Und unser Kämpfer in der blauen Ecke vom TKBC Luzern ist 1,85 groß, 83 Kilo schwer, bestritt im September seinen ersten Kampf, da allerdings gleich in Japan. Dieser Kampf in Tokio, dieser Kampf endete unentschieden. Trainiert und betreut wird er von Thomas Latke. In der blauen Ecke Patrick Bühlmann. So, wir kommen jetzt zu unserem Main Event Fight Card. Die letzten 4 Kämpfe stehen auf dem Programm, die ein K1 Executive Fight Bushido. Ein Mann aus Japan extra eingeflogen. 85 Kilogramm, 2x2 Minuten. K1 Rules. Das Cruisergewicht. Schweiz gegen Japan. Schon ein offener Schlagabtausch. Beide schenken sich ja nicht. So ein Kampf ist zu vergleichen mit dem Business Boxing. Nach K1 Rules. Der Mann aus Japan bewegt sich viel. Haben wir da jetzt einen Low-Kick und geht in den Clinch. Kämpfer bewegt sich hier tänzelnd, versucht Schläge zu vermeiden und von außen zu kommen. Hat jetzt einen Treffer gesetzt und sein Gegner ist jetzt hier ausgerutscht. In einer Bewegung. Minova Kosuke. Ein schöner Treffer hier von Patrick Bühlmann, aber auch hier wieder der Clinch. Und eine schöne rechte Hake und gekontert mit einem Knie. Eine spannende erste Runde, würde ich mal sagen. Beide Kämpfer sind ein etwas älteres Baujahr hier. Wir wollen es noch mal im Ring wissen, das Feeling spüren des Kämpfens. Man sieht auch, dass beide motiviert sind hier, was fürs Publikum zu machen.
kommt jetzt die zweite und auch schon letzte Runde. Oh, ein schöner Haken hier von der Pana. Etwas unsauber hier im Clinch alles. Beide Kämpfer haben noch nicht so die Erfahrung. Das war ein schöner Spinning Backfist. Kämpfer aus Japan hatte jetzt ein, zwei schöne Treffer gesetzt. Möchten wir jetzt noch einen Endspurt des Lokalmatadoren. Jetzt trifft er auch schön mit einem Knie. Versucht vorwärts zu gehen. Und setzt seinerseits einen schönen Logik und dann einen Treffer zu Kopf. War ein bisschen an den Seilen eingeklemmt. Und der Clinch hier. Auch wenn es nicht danach aussieht, 200, 2 Minuten. Es können auch im Ring hier ganz schön lang werden. Minova bewegt sich hier, versucht den Schlägen zu entgehen und trifft auf der langen Distanz. Aber Patrick kommt nochmal auf und versucht seinen Gegner zu stellen. Sind wir mal hier auf den Endspurt gespannt. Jetzt ein schöner Low-Kick und noch ein Treffer zum Kopf. Die letzten 10 Sekunden sind angebrochen. Sehen wir hier noch eine schöne Endspurt, eine schöne Aktion nochmal von dem japanischen Camper und ein Knie zum Kopf. Ja, das hat hier nochmal die Stimmung gehoben. Kampf ist vorbei. Und gleich kommt auch das Kampfrichterurteil, sobald die Zettel eingesammelt sind.